Hallo und willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Ja, ihr habt schon lange nichts mehr von dem Spiel gesehen. In der Theorie natürlich, außer ihr habt es irgendwo anders geschaut. Aber wir können endlich Nacht machen. Wir können dann natürlich jetzt einfach easy switchen zwischen Tag und Nacht. Und das ist mega epic. Ja? Also einfach so machen, das ist Night. Ich hätte gesagt, wir... reden mit der... Nichts da. Hier kommt keiner rein ohne Einladung. Was? Aber wieso denn nicht? Geschlossene Gesellschaft, klar. Schon mal was davon gehört? Nein. Was soll das sein? Geschlossen heißt, dass hier niemand mitfeiern darf, der nicht eingeladen wurde. Ach so, verstehe. Ach so, sorry, ich bin gerade getappt. Das heißt, das Spiel ist pausiert. Ich werde die Lautstärke ein bisschen nach oben drehen, dass es gebalanced ist. Ja, was feiert ihr denn? Was feiert ihr denn? Na, Geburtstag. Was denn sonst? Du weißt ja gar nichts. Wird allerdings eine trübe Party ohne Torte. Oh, haha. Ach, nichts. Geht dich nichts an. Familienangelegenheit. Und warum stehst du hier draußen ganz alleine rum und feierst nicht mit? Weil ich hier warten muss. Auf was? Also auf den Kuchen. Darauf, dass du dich endlich um deinen eigenen Kram scherst. Bring Anja endlich diese vermaledeite Torte vorbei. Na dann feiern wir mal schön. Muss nicht über. Na endlich. Ja. Kann ich da rein? Nein, ich glaube nicht, oder? Verschlossen. Verschlusen. Okay. Na gut, Party können wir nicht, da brauchen wir den Kuchen von der Anja-Schätzungsmotive. Oh ja, Kirchenmaus. Na, wir reden gleich mit dem Herrn Kirchenmaus. Hallo, Herr Kirchenmaus. Hallo! Du bist es, der Junge mit dem Hut und dem kleinen Geldbeutel. Keine Sorge, diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf abgesehen, sondern auf deinen Verstand. Der beste Magier Mauswalz wird dich an eben diesem zweifeln lassen, wenn er das Unmögliche vollbringt. Oha. Ihr Sohn ist auch ein Magier? Das gibt's ja nicht. Scheinbar schon. Ja, da staunst du was. Es gibt keine Magie, dachtest du. Nein. Nein, nein. Also, das dachte ich schon. Also. Dann lass dich mal vom Gegenteil. Aber ich hab doch gar nicht, indem der große Kirchenmaus Junior dieses Glas Wasser auf mysteriöse Weise leeren wird. Ohne es anzufassen. Oha. Na, da bin ich aber gespannt. Vielleicht lerne ich hier noch einen meiner 4 Zaubersprüche. Ist das Wasser jetzt trockener? Kann man sowas sehen? Nein. Könntest du vielleicht die Nuss in das Wasserglas legen? Ja. Manchmal hat Junior ein bisschen Lampen. Ja, verstehe ich. Aber wie schon gesagt, okay. Junior ist tot, glaube ich. Ich meine, der hat keine Pupillen. Da kommt ja doch noch einer auf die Bühne. Hey, ja. Gary, wir wussten gar nicht, dass du hier auch mitmachst. Ich helfe nur aus. Oh, ja, jetzt habe ich was übersprungen. Ich mach ja schon. Upsi. Oha, komplett aufgesaugt. Geil. Das ist ja verdammt praktisch, wenn man... So eine Nuss könnte ich auch gut gebrauchen. In der Tat? Es ist Magie! Bitte, bitte. Ich glaube, das nennt man eher Taschenspielertrick. Ja, das ist safe. Kann ich mir die Wassernuss? Die Wasser, aber das ist Junius bekanntester Trick. Ach so. Ah, okay, wir brauchen. Ich weiß schon. Ich habe das jetzt übersprungen, weil ich. Halt, soll das. Hals- und Beinbruch. Ja, er checkt's nicht. Wir brauchen, glaube ich, irgendeinen besseren Trick. Also Schätzungsmotiv. Wir können jetzt mit den Biberbrüdern reden. Also talken und so. Aber tatsächlich. Die brauchen wir. Wir brauchen. Ich probiere mal ganz schnell was aus. Ich probiere mal aus, dass wir gehen zum Zwergenhaus und dann in das Café rein. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja. Verschlossen. Okay. Dann probieren wir mal aus. Nein, das war falsch. Weiterspielen, lol. Dann probieren wir aus. Wir machen hier Tag, okay? Dann
Ja, dann schlafen die Zwerge, ist nice. Dann sind wir hier und dann machen wir hier Nacht. Wenn ich hier zu lange lese, machen die zu und setzen mich vor die Tür. Ah, okay. Smart ausgedrückt. Den Schlüssel lasse ich. Ich will Magie. Okay. Ja, schade, funktioniert nicht. Ich hätte gedacht, wir lesen jetzt in. Oh lol. Zwielichtige Gestalt. Egal. Ich rede schon mit der. Keine Sorge, Freunde. Aber ich weiß, was wir noch zu tun haben. Oh, eine Statue, lol. Ich weiß, was wir noch zu tun haben. Nämlich, wir haben ja erfahren, dass wir einen Zauberspruch hier lernen können. Genau. Oh, wie sind die denn so schnell hierher gekommen? Deswegen bin ich da. Wie ist denn 2 Tage vergangen? Oh, wie sind die denn so schnell hergekommen? Jerry, hinter diesem Portal liegt eine andere Welt. Selbst für uns, doch zu Hause für dich. Dort musst du deinen ersten Zauber lernen. Wie spannend! Dieses Mal noch werden wir das Portal für dich öffnen. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Sie ist alt. Ich habe in deinen Karten gesehen. Suche die uralte Kröte auf. Sie ist alt. Wahrscheinlich. Aro, halt dich an deinen Text. Oh. Junge Schüler. Halt dich an deinen Text. Okay, na dann. Geh mal an. Hey, so richtig aber. Moin. Oh, die Vögel, die schmerzen gerade so richtig. Ich muss gerade noch mal ein bisschen leiser machen. Ja, die tun immer noch weh im Ohr. Ich muss dann in der Aufnahme schauen, ob das für euch auch so ist. Oh Mann, aber wir gucken erstmal, ob wir nach Hause gehen können. Ja, alles beim Alten, außer dass hier überall Zaroff-Poster hängen. Cool. Wir sind halt wirklich zu Hause, aber. Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Ja. Bis zum Mittagessen. Und um 3 läuft eine neue Folge von Future Docs. Zeitreisende auf 4 Fuß. Ja. Das Problem ist, das ist jetzt einfach nur ein Dialog von damals. Also genau dasselbe, was wir schon hatten. Ja. Egal. Wir können hier halt nichts machen. Hey, ein Specht! Hallo! Hallo da oben! Hallo da oben! Das ist mein Thumbnail. Einfach ein Specht. Früher soll es hier wichtige Wanderwege geben. Ja, das haben wir alle schon gehört. Ja, das haben wir auch schon. Ich will nur darüber gehen. Ja, da war unsere Karottenflamme, die Zaroff-Poster, die Stadt. Aber die Stadt sieht aber schon wieder ganz schön grau. Ganz schön grau, das haben wir auch schon gehört. Können wir hier noch was machen? Die Steine? Nee, ne? Sonst ist da nicht viel. Gut, das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich eh hier bewegen. Wir reden mal mit der Kröte. Weil wir es können, ne? Hallo? Schlummer. Schöner Klang. Da hat er recht. Sie schläft. Wow, es fühlt sich an, als ob sich mein Kopf nicht entscheiden kann, ob sie hier ist oder. Das muss an der Münze liegen. Seit ich durch sie hindurchgeschaut habe, hilft sie mir, die Kröte zu sehen. True Story. Lol. Ja, was müssen wir jetzt machen? Ah. Das klappt so nicht. Vielleicht spricht sie der. Keine Ahnung, hat eines Freundes.
Scheint, als hätte sie den Knackfrosch nicht ganz gehört. Wegen des... Die Stimmung hier im Wald ist aber auch echt beruhigend. Okay. Er spricht. Er sagt. Der Specht! Ja! Bitte beständige Silberfolie. Wir müssen die Geräusche des Waldes irgendwie wegbringen, okay? Also den Specht müssen wir verscheuchen, aber wie? Einfach abstechen mit dem Nagel. Das ist jetzt tatsächlich. Radarsuch. Suche die uralte Kröte. Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber. Viel Glück. Ja, okay, toll. Die Kröte. Aber wie bekommen wir hier unsere. Beständige Simon, Fässchen Milch, Becher mit Milch, Schokolade. Ich muss aufpassen. Sagt Mama immer. Kann ich mit dem Laternenpfahl was machen? Schwierig. Das muss nicht. Hallo da oben. Hallo da oben! Ich kann jetzt mit ihm kommen. Pock, pock, pock. Pock, pock. So. Pock. Pock, pock. Pop. Fünfmal? Specht. Das ist die beste Folge meines Lebens. Offensichtlich spreche ich nicht Specht. Lol. Ich habe das dumme Gefühl, ich habe was Falsches gesagt. Naja, wenigstens ist es hier jetzt ruhiger. So ein bisschen schon, ne? Hast du recht. Bin ich voll bei dir. Den Kuckuck müssen wir noch wegbringen. Aber wo ist der? Der ist nicht hier. Okay, der ist drüben. Zumindest die Spatzen. Ein Kuckuck, ja. Wie bekommen wir die Dinger hier weg? Die Vögel. Das braucht keine Würze. Kann man die Vögel nicht irgendwie? Scheinbar nicht. Der alte Pfadbaum. Mauer, Pilzkreis. Vielleicht kann ich den Stein in den Tümpel werfen und dann so platsch und die Vögel weg. Ja. Trotzdem ist es echt gruselig. Okay. Wie bekommen wir diese Vögel weg? Baldrian-Tropfen, Kobalt, Nagel. Mir fällt ehrlich gesagt da nichts ein gerade. Aber wir müssen auch noch finden, wo der Kuckuck ist. Nein, hier ist er auch nicht. Oder? Nee. Kuckuck. Ein Kuckuck. Wie klingt der doch? Vielleicht doch hier etwas tun. Zaroff. Schau mal das Zaroff-Poster an. Okay. Ich soll jetzt bin schon wieder rausgegangen. Das passiert mir öfter. Waldkreuzung, Mauer. Faulpet. Du hast es dir aber bequem gemacht. Ein Kuckuck. Wie bekommen wir den weg? Ein Kuckuck. Wie klingt er doch?
Tatsächlich. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ein Koko. Wie klick. Schön. Passt gut. Schöne Karten. Passt gut auf dich auf. hier. Nein. Ich will. Nein, den behalte ich. Silber. Baldrian tropfen. Oh Mann, was muss ich machen? Oh nein. Haha, ich bin ein Gott! Ja, das ist mir klar. Vielleicht spricht sie der Knackfrosch mehr an als meine Stimme. Natürlich. Quacker, quacker. Das Ruf meines Freundes. Die Frage ist jetzt. Nein. Doch wohl nur ein Traum? Wohl nur ein Traum. Der Gesang des Waldes über so. Scheint, als hätte wegen des die Stimmung hier im. Grille. In der Ferne. Grille in der Ferne. Wie bekomme ich jetzt die Grillen in der Ferne weg? Wait. Es hat mal tatsächlich sowas gegeben. Da muss man. Det. Ja. Grille in der Ferne. Ja, Grille in der Ferne, aber es. Vielleicht. Aber jetzt ist es aus. Haha. Aber jetzt hört er auch den Frosch nicht, oder was? Das Rufen eines Freundes. Nein, der über so. Scheint wegen des. Die Stimme. Grill. Okay, das hat nichts gebracht. Es war ein Versuch wert. Es war auf jeden Fall ein Versuch wert. Grille in der Ferne. Grillen in der Ferne. Ja, schön, schön. Aber. Oh, Freunde. Was passiert in der nächsten Folge? Wir werden es erfahren. Na gut, ich bedanke mich für den Einschalten und wir schauen. Tschüss.